Ja, ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV kurz vor 5 am 17. Juni. Wir wollen uns den S&P 500 anschauen, der hier ein Stück weit positiv daherkommt, im Gegensatz zu den europäischen Indizes, die sich natürlich heute auch schon von ihren Verlusten erholen konnten. Aber so recht kommt hier aktuell noch keine Stimmung auf. Wir wollen dennoch mal heute im Vorfeld der Fed, heute 20 Uhr, Schrägstrich 20:30 zur Pressekonferenz, wird es richtig spannend. In dem Vorfeld wollen wir uns mal auf dem Index einschießen, beziehungsweise diesen mal näher betrachten. Wir haben hier übergeordnet im Stundenchartintervall in der 24-Stunden-Indikation diesen bestimmenden Abwärtstrend, der unlängst hier schon am 11. Juni, und da schien sich schon wirklich ein Ausbruch anzudeuten, dieser wurde eben unlängst hier bestätigt. Und das führt natürlich dazu, dass diese Relevanz, beziehungsweise die Relevanz dieser Linie einen erhöhten Punkt erhält, eine erhöhte Aufmerksamkeit, und genau diese sollte auch für den heutigen weiteren Tagesverlauf, Schrägstrich insbesondere zum Fed-Event, ihre Beachtung finden. Denn die Möglichkeit natürlich, dass der Index temporär darüber hinausschießt und dann abdreht oder eben auch sich hier direkt in Form eines Pullbacks, wie bereits hier am 11.06. gesehen, sich wieder dann schwächer zeigt, ist gegeben. Wir sind aktuell hier im Bereich 2100 Punkte. Das ist eine einste Widerstands-, andererseits wieder Unterstützungszone gewesen. Wir werden mal sehen, wie wir das hier im Tageschart noch deklarieren können. Aktuell verweilen wir, oszillieren wir genau in diesem Bereich, und insofern haben wir wenig Aufschluss über mögliche Folgeimpulse. Also es gibt ja jetzt wenig Inputs, was der Index jetzt grundsätzlich machen kann. Wir schauen uns mal grundsätzlich hier die heutige Daily Range an zum Index. So, nochmal aktualisieren. Moment. So. Und da wird in der Indikation deutlich, dass wir hier ja aktuell 7,5 Punkte gelaufen sind. Im Schnitt sind es 10 mehr. Das heißt, hier ist noch ein Stück weit Bewegungsdynamik zu erwarten. Aber bis zum Fed-Event kann das jetzt hier mehr oder weniger dahinsiechen werden, denn die Lage ist natürlich nicht hundertprozentig klar, A, welche Projektion die Fed ab 20 Uhr vorauswirft und insbesondere die Pressekonferenz, dann welche Statements Janet Yellen hier anschlagen wird. Generell gilt, in der heutigen Range haben wir 2115 Punkte auf der Oberseite und 2088 Punkte rund auf der Unterseite in Sachen Möglichkeiten eines Bewegungsimpulses. Interessant ist auch hier, dass wir das Vorwochenhoch exakt auf diesem Level auch haben. 2115 Punkte, also hier ist ein signifikantes Widerstandslevel, auf das man achten sollte, sofern die Märkte bullisch durchstarten. Das heißt, wenn wir die Range von heute abschöpfen und der Markt sozusagen das Level von 2115 Punkten erreicht, Schrägstrich überschreitet, dann kann es hier natürlich durchaus dazu kommen, dass wir hier im Sinne der 10 Punkte rund, die wir noch haben, auch sogar auf das Vormonatshoch hinausziehen, und dann sprechen wir hier schon von Allzeithoch. Das wäre natürlich dann hier eine Range von 30 Punkten. Das erreicht der S&P 500 in den seltensten Fällen. Aber heute Abend scheint alles möglich. Also achten Sie auf 2115 Punkte. Wenn wir darüber hinaus schnippen uns beziehungsweise da auch etablieren, dann erscheint es nicht mehr weit, dass wir dann nochmals 20 weitere Punkte, vielleicht sogar heute oder aber am morgigen Handelstag, nach oben drauflegen, um hier die Allzeithochs wieder anzugreifen. Hingegen bei Enttäuschung in Sachen Range ist dann natürlich nach hier unten, oder besser gesagt, da müsste man dann natürlich nach hier unten blicken und hätte dann wieder Niveaus im Bereich 2088-85 auf der Agenda. Das wäre auch dann genau das Level hier, was wir hier in diesem grünen Bereich finden. Das ist der Supportbereich der Vergangenheit, der dann von Interesse sein dürfte. Hier bei 2115 haben wir, wie gesagt, das Vorwochenhoch. Und das ist genau das Credo, wenn der Index da rausziehen sollte und hier keinen Fake macht, also rausziehen und wieder runterziehen innerhalb von einer Handelsstunde wäre ein Fake. Das ist ähnlich wie hier, praktisch nur mit stärkeren Kerzen, ähnlich wie am 11.06. Dann wäre das sicherlich ein klarer Fake. Aber wenn wir uns hier rausziehen, dann kann das hier auch noch schnell ein Stück weit nach oben gehen, insbesondere wenn hier die Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis eben nachhaltig gebrochen wird. Ansonsten ist der Index grundsätzlich eben bei der Range 2088-, der Unterstützung 2085 gut besichert, und richtig kritisch wäre es dann eigentlich erst, wenn wir signifikant unter 2070 Punkte fallen. Das, wie gesagt, die Option hier im Stundenchart. Gehen wir jetzt mal in den Tageschart hinein. Und da sehen wir die gestrige positive Tendenz und das aktuelle Erreichen des Levels von 2100 Punkten. Also entweder schieben wir uns jetzt Richtung 2110 an diese Abwärtstrendlinie ran und attackieren dann entsprechend auch 2115, oder aber das Risiko, und da müssen wir den blauen Pfeil wegnehmen, der ist nämlich nicht mehr intakt, dass wir hier direkt nach unten abdrehen,
Oder aber das Risiko ist gegeben, dass wir direkt bei 2100 der aktuellen Stauzone nach unten wegdrehen und dann eben hier in Richtung 2085, 2070 abfallen. Richtig bullisch, wie gesagt, kann man hier im Tageschart auch genauso bestätigen. Wenn wir über 2115 Punkte rausgehen, dann ist der Bulle zurück und dann dürfte die Party sich zumindest kurzfristig weiter fortsetzen. Ob das heute geschieht, Janet Yellen hat sicherlich in der Hand, mehr oder weniger. Rein technisch gesehen sieht es eher so aus, als müssten die Märkte weiter nach unten kippen. Das kann man mal als Fazit ziehen. Also anhand charttechnischer Aspekte sehe ich hier eher fallende Preise. Wenn das Momentum natürlich mit neuen Hochs über 2015 bullisch wird, dann muss man hier natürlich auch wie das Fähnchen im Wind die Richtung ändern und dann sieht es ein Stück weit anders aus. Aber aktuell würde ich hier eher einen Abprall nach unten präferieren. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, achten wir gespannt darauf, was heute passiert. Ich werde es vom Smartphone mehr oder weniger erst am späten Abend beobachten, denn ich bin unterwegs. Dahingehend auch die Info, dass das JFD Live Trading TV für morgen und übermorgen pausieren wird. Die nächste Sendung gibt es erst wieder am Montag. Also insofern kann ich mich gleich mal hier für das Wochenende verabschieden. Wünsche Ihnen noch ein paar gute Handelstage. Der Traffic selbst wird auch ein Stück weit abnehmen. Es wird morgendlich ein, zwei Posts geben oder dann aber im weiteren Tagesverlauf von meinen Research-Kollegen hier die ein oder andere englische Analyse. Ansonsten geht es erst wieder am kommenden Montag richtig los. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Wir warten mal ab, was die Märkte machen. Wir werden es auf jeden Fall hier wieder auswerten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer und auf bald.